Ich bin gerade dabei, meine Disketten, die ich hier so rumliegen habe, mit FPROT zu scannen auf dem 386er hier. Das ist die FPROT-Version 314F. Das ist die Version, die auch noch auf dem 386er funktioniert, die aktuelle Version. Also die letzte FPROT-Version mit den aktuellsten Virendefinitionsdateien aus dem Jahre 2008 funktioniert nicht mehr auf dem 386er, weil die Speicheranforderungen da ein bisschen zu hoch sind. Ja, und wie man hier sieht, hier, das Stone-Virus hat auf eine Diskette zugeschlagen. Und ich möchte gerne wissen, wo der herkommt. Ich habe echt keine Ahnung. Weil die einzigen beiden Bootsektorviren, die ich hatte, da weiß ich, wo die herkommen. Aber der Stone ist wirklich neu. So, und deswegen werde ich jetzt alle Disketten, die ich hier rumliegen habe, auch die Disketten, die ganzen Leerdisketten, die ich zwar schon mal mit FPROT gescannt habe, wegen anderen Viren, aber ich möchte wissen, wo der herkommt. Irgendeine Diskette oder irgendein Disketten-Image, was ich aus dem Internet habe, muss mit dem Bootsektor-Virus infiziert geworden, gewesen sein. Und die Frage ist jetzt, welches? So, das wird ein bisschen dauern. Zufälligerweise gibt es auch den Disk Error wahrscheinlich, weil die Diskette hier fehlerhafte Sektoren hat oder hier fehlerhaft geworden ist. Ich drücke jetzt zwar die ganze Zeit auf Abbrechen, aber irgendwie weigert sich gerade FPROT abzubrechen. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Machen wir mal so, Drive not ready. Also stoned, ich sage ja jetzt, zu dem Zeitpunkt, damals habe ich keine Viren gehabt, überhaupt nicht. Und jetzt, Internet lässt grüßen. Deswegen werde ich mir jetzt angewöhnen, jede Diskette, die ich auch hier auf Image gebannt habe, nochmal mit FPROT durchzuscannen. Weil irgendwie die modernen Antivirenprogramme, die ich habe, die scheinen ihn zu ignorieren und er oder erst aufzuspüren, wenn es zu spät ist. Wie in dem Falle hier von dem Stoned auf Monolith hier. Ah, der ist noch dabei, okay. Okay, es sind 386er, da dauert es ein bisschen, bis er die ganzen Dateien etwas durchgescannt hat. Komm, ich mach mal Abort. Scan nächste Kette, erstmal nein. Nochmal starten. Bootsektor, Disinfect, yes. Okay. Ja, ich schreibschütze meine Disketten immer. Okay, er sollte jetzt nicht mehr drauf sein. Treiber.aj, warte mal. PZ Works, das ist doch hier die. Die Netzwerkkarte, die früher im 386er drin war und jetzt im 486 DX40 drin werkelt.
Aber wo kommt das Stone-Virus her? Ja, das will ich Ihnen zeigen. Ich bin gerade dabei, die ganze Skin durch das Kind da oben. Das Datum stört natürlich nicht. 17. Mai 2004 haben wir nicht. Ich musste nur die Zeit zurückstellen, weil FPROT verweigert den Dienst, wenn das Datum zu weit in die Zukunft liegt. Dann meckert er nur, meine Antivirendateien sind zu alt. Besorgen Sie sich aktuelle, ich verweigere den Dienst. Und es gibt auch keine Möglichkeit, das zu übergehen, außer die Zeit zurückzusetzen. Gut, das war eben nur mal von der Virenfront. So wie es aussieht. Ah, schön. Ist es doch ganz gut, noch ältere Antivirenprogramme zu behalten. Weil wie gesagt, wir hatten ja schon im Jahre 2019 damit zu kämpfen gehabt. Und wo immer der Stone jetzt herkommt, der ist nämlich neu. So, dann sagen wir danke fürs Zugucken und wir sehen uns dann demnächst wieder.